Herzlich willkommen daheim zur zweiten Ausgabe des Gipfeltreffens. König, Schubert, Sträter, das Expertenduo rettet die Welt. Und wir haben es ja in den letzten Tagen mitbekommen. Die Wissenschaftler, die Politiker, die Spezialisten, sie wissen oft nicht mehr weiter oder sie geraten ins Stottern. Deshalb ist es wichtig, dass Experten vorhanden sind, die die Fragen der Menschen beantworten. Es sind Fragen von teils prominenten Persönlichkeiten, teils sind es Fragen von Menschen aus dem Volk, denen wir uns stellen. Wie zum Beispiel diese. Ich kenne ja ganz viele Leute, die sich jetzt so ihren Mundschutz selber nähen. Und mir stellt sich da die Frage, ob es erlaubt ist, dass man sich so einen vorschriftsmäßigen Mundschutz auch selber aus zwei Tampons und einer Binde basteln darf. Wie soll das gehen? Also du hast die Binde. Die Binde, das sehe ich ein. Binde ist ja quasi so eine Art kleines Stück Teppichboden, das man sich in den Schlüpfer legt, ne? Wenn der rote Korsak kommt. Aber, jedoch, was machst du mit den Tampons? Nimmst du dann nur die Strippen? Weil das ist ja auch Zellstoffmaterial, habe ich gelesen. Das pilzt ja auf wie Hupe in Verbindung mit Feuchtigkeit. Und dann sieht das ja aus, als hättest du als Frau einen Backenbart, wenn du das... Wie soll das in der Praxis, also nicht in irgendeiner Praxis, sondern draußen in der Praxis, also vor der Praxis. Ich verstehe nicht, warum mit einer Binde und mit einem Tampon, daraus würde ich mir einen Schneemann basteln oder vielleicht ein Kastanienmännchen. Aber wenn ich einen richtigen, funktionierenden Mundschutz bauen will, dann nehme ich... dann nehme ich ein Holzbein, sowas. Also, und Holzbein. Würde das in dünne Scheiben schneiden. Ja. Oder hobeln. Ja. Hobeln und in kleine Duftsäckchen abfüllen. Ich weiß es nicht. Also ich finde... Ich denke direkt an Blindenbinden. Wenn man sich eine Blindenbinde, die, wobei ich das Wort eh komisch finde, aber gut, dass wenn man die sich so davor macht, dann wäre ja direkt die, dann würde man direkt denken, oh, der ist auch noch taubstumm vielleicht. Und wenn man sich dann die Tampons, dass die wie Ohrringe um die Ohren baumeln, würde man denken, oh, der ist auch noch ein Fetischist. Klar, es hilft, aber wem? Also das ist wirklich ein Lösungsansatz, wo ich sagen muss, was? Naja, man könnte sich ja die Tampons in die Nase stecken. Da wäre das schon mal versiegelt, dieser Bereich. Genau. Und mit der Binde muss man eben auch mal improvisieren. Ich finde, man kann jetzt nicht wegen jedem quatschen und anrufen und sagen, was soll ich hier machen, was soll ich da machen. Ich finde, da gibt es auch Eigenverantwortung. Und die Maskenindustrie ist ja quasi, die steckt ja noch in den Kinderfüßen. Also da wird ja noch ganz viel kommen. So. Abschließend lässt sich sagen, dass wenn wir als Männer, die wir gerade darüber fachsimpeln, Binden und Tampons wirklich benötigen würden, physikalisch, dann wären wir heute gar nicht hier. Wir würden Pudding essen und weinend im Bett liegen und Tiger King gucken. Aber meinst du mit physikalisch biologisch? Ja. Ja. Naja. Nee, ist richtig. Was will man noch wissen? Mich bewegt Folgendes. In der Jungsteinzeit, wenn sich Jägerinnen und Jäger zur Mammutjagd verabredet haben, also was man ja normalerweise, auch heute, vor dem Morgengrauen macht. Man trifft sich vor dem Morgengrauen, um möglichst früh zur Jagd bereit zu sein. Wie haben sich Jägerinnen und Jäger zur Jungsteinzeit verabredet, wenn sie pünktlich vor dem Morgengrauen gemeinsam zur Jagd aufbrechen wollten, ohne Smartphone, ohne Wecker, einfach so? Wie hat das geklappt? Wie er schon schön sagte, sie haben sich verabredet. Also, das ist keine besonders originelle Antwort, aber ich würde sagen, sie haben sich einfach verabredet. Die waren dann da. Irgendwann also, waren alle da, würde ich dann sagen. Aber morgens zum Mammutjagen, ist das ein seriöses Projekt? Ich weiß es gar nicht. Aber ich denke, die Sonnenuhr hatte doch jeder dabei, aber im Zahnstocher in die Hand. Aber klar, die geht nachts nicht. Stimmt, Sonnenuhren gehen oft nachts nicht. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Wie haben die das gemacht? Keine Ahnung. Haben die überhaupt Mammuts? Ja, die haben Mammuts aber gejagt. Aber Jägerinnen? Ne? Jägerinnen? Hat er gesagt? Gab es die? Leider, glaube ich, herrschte damals noch das Patriarchat vor. Davon kann heute ja keine Rede mehr sein, Gott sei Dank. Gott sei weil ich Dank. Ja auch finde, dass die Position der Frau in der Gesellschaft unbedingt gestärkt gehört. Feminismus. Aber zurück zum Thema Mammuts. Also ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube, dass die Jäger und Jägerinnen oft auch von den Mammuts geweckt wurden. Dass die Mammuts frühzeitig sich zum Frühstück verabredet haben
und gesagt hat, ach, guck mal, dieses schlafen noch, die Jäger und Jägerinnen. Und so entstand dann auch das Jägerschnitzel, glaube ich. Oder wir fragen Karl Dahl, der war dabei. Die Mammute waren die Lemminge der Jungsteinzeit, das sagt man ja auch. Die ist das überhaupt der Plural oder ist es Mami, Mamen, Mamata, Mammuten, Mammografien, Mumsen, die Mammografie. Ja. Auch eine ganz wichtige Untersuchung, muss man sagen. Ja. Ich denke, damit sind wir mit dieser Frage mehr als durch. Nächste Frage, bitte. Es gibt Leute, die haben einfach ein perfektes Timing am Leib. Die Frage ist, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? Also ich denke gerade an Todesanzeigen. In Todesanzeigen steht oft, viel zu früh verstarb. Anstatt, dass da einmal steht, genau richtig. Jetzt war der Zeitpunkt, besser ging es nicht. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Punkt, Jörg Kotlewski. Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Mir fehlt so ein bisschen, dass in Todesanzeigen steht doch immer, der Herr hat ihn zu sich genommen. Und das klingt so wie mit einem gemischten Salat und einer Pommes mit Mayo. Findest du nicht auch, dass das eine beschissene Formulierung ist? Der Herr hat ihn zu sich genommen. Und dann gab es noch einen Pudding. Wie war die Frage? Ja, ich habe tatsächlich, ist das mit dem Absprung, das Timing ist eines der wichtigsten Probleme. Ich weiß nur, dass ich damals, als ich zur Tanzschule ging, immer verspottet worden bin von einem Typen. Und den habe ich irgendwann angerufen, morgens um 4, und habe dem gesagt, pass mal auf, du Suppenkasper, mit deiner Krawatte würde ich mir nicht mal das Bein abbinden. Und das war 35 Jahre später. Und ich glaube, das wird ihm wirklich zu denken geben, weil er sich echt überlegt, worum geht's. Ich glaube, dass das Timing spielt eigentlich an sich keine Rolle. Wichtig ist einfach nur, nicht zu lange über Fragen zu reden, auf die es keine klare Antwort gibt. Was will man noch wissen? Die aktuelle Situation wird von Grundregeln bestimmt: Abstand halten und soziale Distanz. Nun habe ich bemerkt, dass nicht nur die Menschen, sondern auch Tiere, Vögel und Fische auf Distanz gehen. Seit 2 Stunden sitze ich hier und kein einziger Fisch kommt vorbei. Woher wissen die Fische über die Forderungen der Bundesregierung? Hören sie etwa Podcast von dem Virologen Dorsten? Aber die haben noch keine Ohren. Haben Fische Ohren? Weiß ich gar nicht. Ich denke, sie haben sehr gute Ohren, weil ja die Fische sehr leise sprechen und deshalb müssen diese Ohren sehr sensibel sein. Was ist das überhaupt für eine Jacke, die der Herr Kaminer anhat? Hast du das gesehen? So ein pelzverbrämtes Jersey-Ding? Ich habe mich auf die Frage gar nicht konzentrieren können und dachte mir nur, was tut der sonderbare Herr da? Ja. Das war mein Problem. Ich weiß nicht, ob Fische, ich meine, das ist natürlich eine kleine Scherzfrage von dem Herrn Kaminer. Das haben Fische Ohren? Nein, ich glaube, Fische gehen über Schallwellen, beziehungsweise Fische hören gar nichts, weil sie es auch nicht juckt. Ich glaube, dass Fische auch nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Sonst würden sie nicht denken, wenn man eine Pappe in das Aquarium macht, wo ein paar Sieralgen drauf sind, hey, ich bin zu Hause. Ich meine, ich glaube, dass die hohl sind, wie eine Frikadelle, Fische. Aber das wird oft unterschätzt. Außer Delfine. Aber das sind ja auch eher, das ist mehr so im Säugetierbereich. Das sind ja Wale, genau. Ja. Fische haben dafür Würmer. Und das, was wir für das Virus sind, das ist ja der Fisch wiederum für den Wurm. Es gibt Würmer, die lassen sich von Fischen durch den ganzen Ozean schippern, nur um dann irgendwo in Tokio, also irgendwo im Zweistromland, dann als Sushi an Land zu kommen. Fehlt da nicht ein kleiner Verarbeitungsschritt zwischendurch? Man weiß es nicht tatsächlich. Aber es stimmt, es gibt so Fische, die docken sich an andere Fische an, wie Uber quasi, nur als Fisch auf Eiweißbasis. Und dann springen die ab und Haie lassen sich so reinigen. Ich persönlich experimentiere ebenfalls mit Nagetieren, um mich körperlich sauber zu halten dieser Tage. Das beantwortet die Frage halt überhaupt nicht. Man kann sich von einem Hai reinigen lassen, aber die Haie reinigen ja immer so erstmal einzelne Körperteile. Also stimmt, die nehmen sich immer vor allem ziehen die dich erstmal auf links und fangen da an. Und das ist das Problem bei Haien. Die fangen da ab, da muss man halt aufpassen, dass man das auch immer wieder zurückkriegt, ist dann wichtig. Ja. Dass nichts verlustig geht. Also man sollte sich, wenn Haie was mitnehmen, immer eine Quittung geben lassen. Ja, ich glaube auch. Nächste Frage bitte. Hallo, ja, mein Name ist Klaus-Jürgen Deuser oder ihr oder sie kennt mich wahrscheinlich auch als Knacki Deuser. Ich sitze hier in Köln in meinem Büro und was mich seit Wochen umtreibt, ist die Frage, wie schafft es eine funktionierende Gesellschaft ohne Friseure? Funktionierende Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der weder Rassismus vorherrscht,
noch ein Mangel an Feminismus, in der jedes Geschlecht leben kann, wie es will und er sich entfalten kann, wie er möchte, wo Frauen genauso bezahlt werden wie Männer und die Leute im Osten genauso wie im Westen und in der für Armut mehr Geld aufgewendet wird als für Waffenkäufe. Ja, weiß ich auch nicht, ich war noch nie in Entenhausen. Aber ich rasiere mir selber den Kopf kahl, wenn ich unterwegs bin. Also ich brauche gar keinen Friseur, falls das die Frage beantwortet. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Ich habe mir ja, ich hatte Langeweile, also ich habe mir oben hier ein Loch reingefräst. Also was heißt, jetzt nicht bewusst, ich hatte eine besoffene Wette verloren gegen die Kinder. Ich habe, hattest du dir einen Rettich in die Rosette geklöppelt? Nein, die Kinder waren noch dabei. Ach so. Nein, ich habe eine Wette besoffen gegen die Kinder verloren. Die, ja. Ich habe gewettet, dass ich mit 3 Fröschen jonglieren kann. Aber die sind halt früher hochgesprungen, als ich sie hochgeworfen habe. Und dann haben mir die Kinder nachts, also was heißt nachts, es war, weiß nicht, 14 Uhr, ich habe geschlafen, damit es einfach natürlich aussieht hier. Aber ich finde, dass wir drei ja, also wir sind nicht auf Friseure angewiesen, wir können es im Grunde selber richten, oder? Ja, bei ihm fällt's aus, ich habe es mir abrasiert und du hast dich halt selbst aufgegeben. Was soll man dazu sagen? Das ist ja auch eine Einstellungssache irgendwo. Ich finde es leichtsinnig, ich finde es unverantwortlich, die Friseure überhaupt wieder zu öffnen. Denn wie sind denn die Menschen rumgerannt jahrzehntelang in den 80ern, 90ern, heute? Immer mit diesen getönten Frisuren, mit diesen gefärbten Strähnchen, mit diesen asymmetrischen Frisuren, mit diesen Undercuts. Und jetzt endlich kann das Haar wieder natürlich fallen. Es kann atmen. Und das finde ich das Wichtigste, dass das Haar wieder sich den Weg dahin bahnt, wo Licht ist. Ich glaube, es ist so eine Straftat, Friseure zu öffnen. Was will man noch wissen? Ich bin oft traurig. Hilft vielleicht ein Happy Meal? Ich weiß nicht, was sie meint. Also, ich schon. Ich eine glückliche. Das ist genau mein Problem. Die Frage klingt albern. Wir könnten sie albern beantworten. Aber wenn du oft traurig bist, denkst du wirklich, dir helfen so leere Kohlehydrate? Das denke ich von mir selber auch. Denn ich habe lange Phasen der Traurigkeit in meinem Leben gehabt. Und es hilft überhaupt nicht. Aber was helfen könnte, wäre, der Dame zu sagen, wenn sie es denn hört, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Und dass es irgendwann besser wird. Und dass sie sich aufrecht halten muss und versuchen muss, irgendwas zu finden, woran sie sich festhalten kann. Und es ist ein ganz, ganz trauriges Thema. Und ich weigere mich, das in irgendeiner Art und Weise albern zu beantworten. Und was ist jetzt an dem Thema traurig? Was? Was ist an dem Thema traurig? Wenn man isst, weil man traurig ist. Das ist traurig. Und traurig und dann nennt ist auch, die Dame war oft traurig. Und die Traurigkeit der Menschen rührt mich stets an. Ach, die Trauer an sich? Die Traurigkeit. Je mehr Menschen traurig sind, desto mehr kaufen sich das Happy Meal. Weil sie nicht glauben, nur das, dass, also ich glaube, dass das Happy Meal dich über lange kurz auch traurig macht. Also ich habe da auch. Was ist das Happy Meal? Das Happy Meal ist, das ist jetzt hörst du mal kurz, jetzt ja, aber ich mal unter Männern. Aber bin ich der einzige Sachverständige? Ich weiß es ja gar nicht. Was ist ja, dann, ja, das steht drauf, Happy Meal. Wo steht das drauf? Auf einem Broiler oder wo? Auf einem Broiler, auf einer Packung. Kann ich jetzt mal was sagen? Ja, ich weiß, was das Happy Meal ist. Ich weiß es wirklich nicht. Es gibt ein kleines, familiär geführtes, eine kleine Frikadellenmanufaktur amerikanischer Provenienz. Und die packen Tüten ab, speziell für Kinder. Und in die kommt dann so ein mit Milchbrötchen ummanteltes Klopsgerät, so ein Eishockey-Puck, der gebraten wird und der dann als Hamburger firmiert. Dazu kommt natürlich eine kleine Pommes. Und dann packen sie oft so Alibi-Apfelschnitze dazu, die auch überhaupt nicht anlaufen, auch nach 4 Stunden in der Luft nicht. Oder so eine Art Püree, und das nennen sie Happy Meal. Es ist also letztendlich, es ist Essen für Mutanten. Ich meine, ich gehe da auch trotzdem 2-mal im Monat hin und esse da was. Aber das Essen an sich macht nicht glücklich, wenn du vorher, oder nicht fröhlich, wenn du vorher nicht fröhlich warst. Das habe ich auch gedacht, und das stimmt nicht. Ja, also ich kenne nur Essen auf Rädern. Also das habe ich alles in dieser Tragweite jetzt
ich muss sagen, dieses Gespräch hat mir persönlich nichts gebracht. Mir auch gar nicht, also wirklich nicht. Ich fand es komplett unnötig, von vorne bis hinten. Na, dann kann ich euch auch nicht helfen. Seid froh, dass euch das Gespräch nichts gebracht hat. Ja, sonst wärt ihr traurige Menschen. Und du mit deiner Frisur, das allen Grund dazu. Aber ich find's gut, dass ihr auf der Seite steht, wo euch alles ein Lachen ins Gesicht zaubert. Weiter. Hallo. Ich hatte heute eine Situation in Erfurt. Ich bin verträumt ein bisschen auf die Straße gelaufen. Dann kam ein Fahrradfahrer und brüllte: Du hast wohl einen Arsch offen. Und ich habe im Slang zurückgebrüllt: Mach den Kopf zu. Nun, meine Frage, ich nehme es sehr genau mit der deutschen Sprache. Was ist eigentlich der korrekte Unterschied zwischen geöffnet, offen und auf? Und wenn ihr noch Zeit habt, da war ein Opa und meinte: Ach du grüne Neune, sagt mir endlich, was das bedeutet. Du grüne Neune, weiß ich, das ist das Gegenteil von der gelben Sieben. Also die grüne Neun, die gelbe Sieben. Also ich bin ja in eine Zahlenmystiker-Familie hineingeboren worden. Und Quatsch. Da gibt es also unterschiedliche Bedeutungen. Das wird jetzt aber den Rahmen der Sendung sprengen, jetzt das genau jetzt zu definieren. Ich weiß aber, wenn man in Erfurt eine Situation wie diese erlebt, ist es in jedem Fall unvollkommen zu sagen, mach einen Kopf zu. Denn da muss immer noch hinten dran, mach einen Kopf zu, du Vögel. Also sonst ist es kein Satz in Erfurt. Ja, ja, okay. Ich finde, du hast den Arsch geöffnet, klingt unangenehm formell, oder? Mhm. Haben Sie den Arsch geöffnet? Nee, es hat 18 Uhr zu. Also ja, also ich würde sagen, man muss immer gucken, zu welchem Nomen passt das Adverb. Also so. Das heißt, das Café ist geöffnet im Sinne von zugänglich, der Mund ist offen, der Mund ist aber dadurch noch nicht unbedingt zugänglich, je nachdem. Und die Fernbedienung zum Beispiel ist auf, nämlich auf dem Boden. Gefallen und darum ist das Batteriefach offen. Nee. Naja, das ist eine Spitzfindigkeit. Aber es ist wirklich passiert. Der Söder, der hat neulich gesagt, man muss bei Kneipen und Cafés mehr zulassen. Und da habe ich gedacht, muss man jetzt mehr zulassen oder lässt man mehr zu? Im Sinne von, dass man mehr zulässt oder eben mehr. Wie war die Frage? Die nächste Frage. Von der Mitmenschlichkeit her ist ja gerade auch nicht einfach, ne? Ich sage oft zur Frau: Komm, erheide mich einmal, dass ich einmal zumindest schmunzeln kann. Na, dann macht sie ein Gesicht, aber lachen kann ich da nicht, ne? Oder sie sagt dann so Sachen wie: Mir ist langweilig, mir ist fad und dann redet sie mir gerade noch. Ich habe mir gedacht, ich schaffe mir jetzt ein Haustier und ein Häsle oder ein Kätzle oder einen Hund. Und wenn man zu so einer Katze sagt: Jetzt friss einmal, da habe ich dir das Futter in die Schüssel, nein, dann frisst es. Und da wüsste ich jetzt schon einmal gern, ob sich der Tierbesitzer mit dem Tier, wenn die zusammenleben, ob die sich über die Zeit hin immer ähnlicher werden. Das wäre meine Frage. Ja. In eurer Familie ist ja, wie hast du es neulich genannt, das vierte Kind. Das vierte Kind hat Fell, genau. Wir haben einen Hund und der Hund hat, es ist wirklich wahr, der hat vor 2 Tagen in den Keller gekackt. Und ich hoffe einfach, dass meine Frau eben nicht ähnlich wird, also, aber ich denke, es ist ja so, der Hund wird nicht unbedingt dem Tier ähnlich, sondern, aber es ist so, das Tier spiegelt die Gefühle also der Hund gehört meiner Frau und der Hund spiegelt die Gefühle meiner Frau wieder. Das heißt, immer wenn ich nach Hause komme, knurrt der Hund und das heißt im Grunde, dass die Frau knurrt, wenn ich nach Hause komme und seitdem habe ich diese Zweitwohnung und ich habe mir wirklich jetzt eine Katze geholt und der auch so eine kleine Plaid oben auf den Kopf rasiert, damit man von Weitem schon sieht, dass wir zusammengehören. Ja. Also gut, aber dann ist diese Ähnlichkeit ja Menschen gewollt und Menschen gemacht. Genau. Er meint ja, dass sich durch diese Nähe des gemeinschaftlichen Wohnens, also im urbanen Habitat, dass sich dadurch eine physiognomische Ähnlichkeit automatisch ergäbe. Das würde ich negieren, diesen Zusammenhang. Was will man noch wissen?
So kann das echt nicht weitergehen. Man schläft ja förmlich ein. Also es muss mal ein bisschen radikaler wieder werden. Ich will mich wieder politisch radikalisieren. Endlich mehr radikalisieren. Und was braucht man dazu? Eine Petition. Logisch. Um radikal zu sein, braucht es eine Petition. Aber welche? Das ist eine interessante Frage, die Hella von Sinn da stellt. Ich möchte, wie könnte man sich... jetzt komm schon, seid ihr auch so? Absolut, das war Hella. Wow. Wie kann man sich politisch radikalisieren? Ich meine, das kommt natürlich darauf an, was die politischen Vorbilder sind. Ist es eher Greta Thunberg oder ist es Adolf Hitler? Oder sind es vielleicht beide zusammen, dass man das zusammenfasst in einer Petition, dass man sagt, wir wollen den Weltkrieg, aber klimaneutral, dass man sagt, wir wollen die CO2-freie Atombombe. Ja, das wäre gut. Diktatur, ja, aber eine Klimadiktatur dann. Dann könnte man das verbinden, dass man sagt... Ja, also natürlich hat jeder ganz eigene, sag ich mal, Erwartungsprofile an so einen Weltkrieg. Ich zum Beispiel bin gegen den Einsatz von Atomwaffen, vor allem nach 18 Uhr, weil... das insgesamt dann den Tagesablauf dann doch durcheinander bringt. Und ich bin ein Freund gewachsener Strukturen und gewohnter Strukturen. Und wenn ich die verliere, dann würde ich auch sagen, muss das sein. Ja, nach 18 Uhr bin ich auch dagegen, muss ich sagen. Also ist wirklich, das ist immer, da sitzt du gerade, isst ein Happy Meal, mal schlabunsen alle tot. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Eine gute Zeit wäre, was wäre eine gute Zeit? Bis 16 Uhr bis, Atombomben, ja. Und diese ganze Senfgasnummer dann im Abendbereich, weil ich dann immer Fenster nicht auf Kippe habe und nix. Ja. Das Krieg ist schlimm, wir sollen uns darüber nicht das Maul zerreißen. Wo kommt das eigentlich her? Das ist die eine Sache. Nein, ich finde, wir brauchen in der Gesellschaft gerade Radikalisierung. Wir brauchen eine extreme Mitte. Und gerade die Mitte muss in ihrer Breite, also wirklich, mehr in die, wie soll man sagen, jetzt muss ich nicht auf die Spitze treiben, aber sie muss sich nach außen schärfer abgrenzen. Und insofern plädiere ich dafür, der jungen Dame hier zu sagen, ja, brenne die Mitte an und lass das Zentrum neu entflammen. Nun. Und wenn es richtig entflammt, Bepanthen. Ja. Ja, was mit Zuschauerpost? Haben wir Zuschauerpost? Haben wir? Wir haben Zuschauerpost bekommen. Und zwar möchten natürlich die Menschen von uns wissen, da wir in einer Zeit der Einschränkungen leben, was sind eure persönlichen Lieblingsbeschränkungen momentan in dieser Corona-Situation? Mir ist das alles egal. Also ich mache Urlaub in Deutschland. Ich bin halt Abstand sowieso. Ich rede sehr trocken. Das Abstandhalten fällt mir nach wie vor schwer. Ich habe es letzte Woche schon erzählt, dass ich mir nahe gekommen bin. Und es kam in dieser Woche noch schlimmer. Ich habe mich sogar selbst berührt. Es hat sich einfach so ergeben. Also, warst du allein? Nein, in der Gruppe. Ich denke, das, was die Menschen draußen, zu Hause am Empfangsbolzen, nach wie vor am meisten beunruhigt, ist ja die Frage, wie wird Corona übertragen? Und es gibt jetzt die Hypothese, dass Corona auch über die Sprache übertragen werden kann. Was heißt das für uns, die wir viel mit Sprache arbeiten? Also es gibt ja diese Versuchsanordnungen, wo die Aerosole gemessen werden im Labor. Das heißt, die feuchte Aussprache und die Luftbläschen, die wie ein Ballon weitergetragen werden. Und man hat festgestellt, dass es gerade bei TH sehr extrem ist. Das heißt, die Sätze mit viel TH, also I was on the 33 birthday von Thorsten Sträter. Ja, da ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit sehr hoch. Darum haben ja auch die Briten so viele Probleme, aber auch die Spanier. Du meinst also, es gibt verschiedene Sprachen, also je nach Sprache ist die Corona-Übertragungsrate höher. Ja, definitiv. Im Deutschen bietet sich natürlich das Wort an, du Fotze. Ne? So, weil ja durch diesen ziemlich
prägnanten Zischlaut, mhm, durch dieses S-C-H-T-Z-E, also das deutsche TH, da wächst viel Spucke rüber. Ja. Wir leben ja auch in einer Zeit, in der die Sprache sich wandelt. Wir haben zu tun mit vielen neuen Begrifflichkeiten, mit denen wir aus den Medien, sag ich mal, wirklich fast bombardiert werden. Was ist denn so euer neuer Corona-Lieblingsfachbegriff? Ja, flatten the curve. Ich muss dazu sagen, für unsere MDR-Zuschauer, flatten the curve ist Finnisch. Flatten the curve kommt aus dem Finnischen. Meinst du Finnischen im Sinne von es ist zu Ende, oder meinst du Finnischen im Sinne von Skandinavien? Von Skandinavien, das Land. Okay. Johann? Mein Lieblingsfachbegriff ist eigentlich Öffnungsdiskussionsorgie, mhm, weil ich finde, das zeigt natürlich, wie dieser Typ, wie unser Bundeskanzler einfach, was er für ein Verhältnis zur Orgie hat. Also eine Orgie ist ja was Ausschweifendes, und entweder habe ich eine Orgie oder ich diskutiere. Und wenn ich diskutiere, dann habe ich keine Orgie. Es sei denn, also es geht um Öffnungen, aber es geht ja nicht um Körperöffnungszeiten. Das ist ja, also ich finde es völlig, völlig daneben. Ich finde, ich habe mich so aufgeregt. Aber wenn ich den sehe, ja. Gut, und wo kommt er her? Will ich jetzt nicht fragen, aber was will man noch von uns wissen? Hey, lieber Freund, hier ist Pavel Popolski aus dem Plattenbau in Sabzow, und ich habe folgende Frage. Es gibt in Polen wunderschöne Ausdrucke, um sich nach der Strich und nach der Faden einen zu läuten. Ja, man sagt zum Beispiel, schön einen in der Tanne genadelt, schön einen in der Fritteuse reingeschnitzelt, schön einen hinter der Schrankwand genagelt. Was ist der beste Ausdruck, um sich ordentlich einen in der Schlauchboot zu pumpen? Prost. Ja, satanisch die Fontanelle zu klabustern. Das kannte ich auch. Ja? Was noch? Bei uns im Landkreis sagt man meistens sowas wie dem Viertner die Bibel unterm Arsch wegziehen. Ja, ich sage oft, dass ich mir einfach gleich ordentlich die Omme fluten möchte. Oho. Ja. Wichtig finde ich gerade diese Begrifflichkeiten ordentlich, richtig, zünftig oder mal kräftig, mhm, vorher so als verstärkendes Adverb. Ja. Brutal den Helm verchromen. Kenne ich auch. Sehr gut. Maskulin die Lampe anmachen. Mhm. Sich komplett wegfenstern, kenne ich sich noch. Sich komplett wegfenstern, hart einen in die Rinne zimmern. Ja, dem Kranich die Füße betonieren. Ja, sowas. Sich ordentlich einen unter die Dachpfanne wemsen. Ah. Ja. Das ist quasi verwandt mit dem Klassiker, der Dampflok die Lötstellen zeigt. Absolut. Den so. Gibt es aber nur hier, oder? Den kann ich noch nicht. Der vor allen Dingen auf dem Gleis. Ja, alles klar. Das könnte man stundenlang fortsetzen. Ich kannte mal einen, der war Arzt, aber hat vorher Tischler gelernt. Und der hat mal gesagt, der würde sich jetzt mit einer oralen Injektion intrakorporal das Parkett auf links legen. Das ist schön, das ist medizinisch und parkettlegermäßig. Ja. Ich glaube, das ist nicht das eigentliche Problem, ist immer die Verharmlosung von Alkoholmissbrauch, finde ich, oder? Da bin ich auch dagegen. Diese ganzen Leute, ich kenne die alle, die du morgens triffst, die aussehen wie der Tod auf Socken. Ja. Weißt du? Und dann, die hatten nämlich gestern Abend noch zwischendurch einen Boxenstopp irgendwie zum Magen auspumpen und erzählen dir morgens einen von, ich war gestern leicht beschwipst, weißt du? So, das ist Verharmlosung nicht so mein Ding. Also wenn ich das machen will, dann sage ich zu meiner Frau immer, dass ich jetzt mir die Fußnägel schneide, weil dann weiß sie, sie muss nicht mit und es wird eklig und ich habe meine Ruhe. Den schönsten Spruch, den ich da gehört habe, der war ja, eins von den 30 Bierchen gestern war wohl schlecht. Ja, ich glaube, es geht wahrscheinlich auf Mike Krüger zurück oder auf die Gebrüder Blattschuss. Ja, ja, ja. Und das ja. ist natürlich Weltkulturerbe, da kannst du nichts machen. Ich möchte mit einem Zitat von Fred Feuerstein schließen, Jappadapadu. Ich denke, damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen beiden Kollegen Thorsten Sträter und Johann König. Und bis nächste Woche. Zum nächsten Gipfeltreffen bleiben Sie uns hoffentlich gewogen. Vielen Dank.